Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure ganz normalen Fahrräder, die Cantilever-Bremsen haben, so Sockelfreunde, da sind dann einfach nur die V-Brakes drauf, die sich hier immer bewegen. Wenn ihr die abschraubt, könnt ihr loslegen und diese nicen, super tollen, in dem Fall Magura HS11 Hydraulikbremsen, wow, nachrüsten. Das ist ganz easy und wirklich effizient. Ihr könnt es vorne machen, wie wir jetzt hier machen, und ihr könnt es natürlich auch hinten machen. Hinten ist das gleiche, nur mit einem längeren Schlauch. Der Schlauch wird dann einfach am Rahmen lang geführt und kommt dann vorne an. Was wir alles brauchen ist, wir brauchen eine Ratsche, wir brauchen ein paar Bits. Das, bei den moderneren oder bei den neueren Magura-Systemen ist das meistens der Torx 25. Ansonsten bei den älteren geht ihr dort auf Imbusgröße. Wir haben also einen Griff, dann eine Leitung, die ihr eigentlich nicht kürzen müsst, weil der Griff ist lang genug, um dort vorne Platz zu finden. Dann haben wir zwei zylindrische Freunde, die durch die Hydraulikflüssigkeit, das nennt sich Royal Blood bei Magura, zusammengedrückt werden und dann hier gegen die Felge drücken. Dort und dort, genauso wie eure V-Brakes, nur viel effizienter und nicer, weil das viel mehr verzögert als die alten klassischen V-Brakes selber. Beginnen wir mit der Montage unseres Kumpels. Den haben wir hier. Den können wir jetzt auch auf der rechten Seite festmachen. Da müssten wir so montieren, dass der dort gegriffen werden kann. Wir machen ihn an die linke Seite. Ergo drehen wir einmal und positionieren ihn hier, damit wir von hier dran greifen können. Jetzt gibt es dazu hier diesen Freund, was ja hier ein E bildet, wie ihr seht. Und dieses E wird durch den Lenker ja so gesetzt, dass es dann zu einem M wird, wie Magura. Den packen wir da hinten dran und ziehen jetzt dieses System von oben und unten mit den Geschräubchen fest und werden dort ein Drehmoment von 4 bis höchstens 5 Newtonmetern ranballern. Mehr sollte diese Schraube nicht bekommen und die andere genau das gleiche. Einfädeln und dann immer im Wechsel festziehen, dass dort nämlich dann eine vernünftige Positionierung auch noch positionstechnisch durchgeführt werden kann. Denn ihr solltet versuchen, eine gerade Linie hinzubekommen zwischen euren Armen und dem Bremsgrifffreund hier vorne. So, also oben und unten immer festziehen, dann höchstens 5 Newtonmetern Drehmomentschlüssel und dann ist das auch schon ganz gut hier positioniert, wie ihr seht. Einfach hin und dann ist das fest. Sehr nice. Nun haben wir oben unseren Griff fertig, jetzt geht es nach unten. Die vorbereitete Gabel ist schon zu sehen. Hier kommen eigentlich die V-Brakes dran oder Cantilever-Bremsen. Gleich auf der anderen Seite. Wir werden jetzt loslegen und können hier jetzt schon unseren Kumpel einhängen, der hier unten dadurch positioniert wird. So kommt er gleich da dran und da kommen aber noch Unterlegscheiben drin. Und diese Wölbung ist nach vorne zu richten. Jetzt kommen wir nämlich zu den guten alten Unterlegscheiben. Die Unterlegscheiben sehen so aus. Die haben auf einer Seite eine Einbuchtung und hier oben steht ein Up. Und da ist nicht ein Leben drinne wie bei Mario, sondern ein Pfeil. Und das positionieren wir jetzt darunter und packen das so dahin, dass die flache Seite oben da ist. Ausgezeichnet. Und das machen wir jetzt natürlich an zwei Seiten, denn wir haben ja rechts und links. Jetzt kommt der nächste, da ist der. Hier ist auch wieder ein Up dran. Na? Oh yeah. Also uppen wir das hier fest und haben das nach oben gesetzt. So, sehr schön. Was wir jetzt schon machen können ist, wir haben hier dieses Haltesystem, welches wir jetzt hier reinschrauben, wo früher unsere V-Brakes reinkamen. Diese schrauben wir jetzt auch genüsslich fest, um dadurch ein Stehbolzen zu schaffen für unsere neue, nice, tolle Bremse. Oh yeah. Sehr schön. Und jetzt können wir das abschließen mit dieser Platte.
Diese Platte kommt hier drüber und wir schieben jetzt den unteren Part hier durch. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So, und jetzt seht ihr hier schon, dass das gleich nach oben und nach unten noch flexibel da ist. Wir können das hoch und runter bewegen, um dort dann eine genaue Positionierung stattfinden zu lassen. So, bis jetzt, seht ihr, ist alles noch so ein bisschen wackelig am Rumchillen hier. Jetzt werden wir es mal richtig positionieren. Wir kommen jetzt mit der Seite, wenn wir in Fahrtrichtung gucken, links, und haben hier diesen Schnellspanner dran, okay? Dann hier die Möglichkeit, flexibel in der Höhe und in der Tiefe zu verstellen. Und nun können wir hier hingehen und durch Lösen dieser Schraube hier können wir jetzt auch noch diese ein wenig anlösen, können wir sogar auch noch die Lage der Bremseinheit verstellen, wie ihr seht. So, lasst uns beginnen. Wir gehen jetzt rein und haben hier die Penetrationspunkt, der hier mit dem Bolzen übereinstimmen muss. Dieser Freund kommt penetrationstechnisch hier rein. Das heißt, wir schieben jetzt hier, das können wir in der Höhe variieren, erstmal rein und positionieren alles hier auf der linken Seite unseres Fahrzeuges so, dass jetzt hier unsere Freundin circa den Lauf unserer Felge so verlaufen kann. Ne? Das heißt, hier können wir in der Höhe und in der Tiefe die Bremsbacke hoch und runter navigieren und hier können wir auch noch die Lage in der einzelnen Achse verändern. Okay, so, das heißt, erstmal können wir jetzt gucken, wenn hier der Kumpel nicht weit genug rauskommt, dass er gekontert werden kann, dann drehen wir ein bisschen raus, damit der nämlich hier mit dem Schnellspanner gleich festgesetzt werden kann. Gut, jetzt positionieren wir erstmal grob vor. Wir haben oben den Bolzen drin, unten den Bolzen und jetzt machen wir den Schnellspanner zu. Nice. So, das heißt hier, das System haben wir jetzt schon mal dran, aber die feine Justierung kommt gleich noch und nun lass uns auf die andere Seite gehen. Nun befinden wir uns auf der rechten Seite und wie ihr seht, haben wir hier genau das gleiche vorliegen. Wir haben erstmal an der Platte den Loch oben, unten kommt ohne Bolzen das Freundchen raus. Warum ohne Bolzen? Weil wir die rechte Seite in Fahrtrichtung mit einer Schraube kontern. So, hier können wir jetzt genau das gleiche gehen vor. Wir gehen hin und lösen erstmal hier dieses Schräubchen ein wenig an. 1,5, 2 Umdrehungen circa, um das hier flexibel machen zu können. Gut, jetzt gehen wir mit dem Bolzen, sprich, da auf der Seite haben wir gerade gelöst, auf der anderen Seite ist noch der Bolzen, der jetzt hier durch unser Löchli geht und gleichzeitig unten geht der Bolzen unten durch. So können wir nämlich jetzt schon mal auch hier eine Vorpositionierung auszwiebeln, um hier jetzt eine Schraube zum Kontern einzudrehen. Diese Schraube wird jetzt auf der rechten Seite erstmal händisch reingesetzt. Schrauben erstmal so leicht fest. Und jetzt positionieren wir hier auch schon mal die Höhe des kompletten Systems aus. So, bis wir hier dann die Höhe eingestellt haben, können wir dann hier auch schon festziehen. Sehr schön. Das heißt also nach rechts die Ratsche und festdrehen. Oh yeah. Wir können dann immer noch hier die Neigung des Systems drehen, aber die Höhe sollten wir jetzt erstmal festziehen, dass wir hier auf eine vernünftige Höhe kommen, damit unsere Bäckchen, die hier sind, auf unsere Felge schön einarbeiten können. So, dann haben wir jetzt hier rechts und links schon mal in der Höhe ausgerichtet und haben schon mal unsere Bremsfreunde mit den Bremsschuhen und den Bremsbelägen montiert. Jetzt geht es natürlich noch darum, die Lage der Bremse, der Backen, selber zu positionieren. Wir haben hier oben den Bolzen losgeschrieben, das heißt, wir können hier unsere Bremse jetzt bewegen. Es ist wichtig, dass sie auf die komplette Fläche hier von unserer Felge auftreffen kann. Und es ist wichtig, dass sie so gerade wie möglich über die ganze Lauffläche dieses Belages dann auf unsere Freundin drücken kann. So, dafür könnt ihr es jetzt ausrichten. Jetzt langsam ein bisschen mal oben am Bremszug ziehen und dann seht ihr, wo es dann dran fährt. Und so könnt ihr den Belag einstellen, dass er erstens nicht mehr schleift und zweitens, dass er auch gleichmäßig von der Felge absteht.
Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Ne? Guck mal, wir haben ungefähr einen halben Zentimeter Platz. Das heißt, jetzt können wir hier wieder hingehen, nochmal kontrollieren, ob das fest ist. Ist es. Und jetzt können wir auch hier oben hingehen und diesen Bolzen festziehen. Damit haben wir nämlich dann schon die rechte Seite ausgerichtet. Und dann können wir jetzt auf die linke rübergehen und es genauso dort machen. Jetzt befinden wir uns links. Ihr seht hier zum Beispiel, ist unsere Bremsbacke viel zu tief. Ne, guck mal hier, ich drücke rein und hier wird nur ein kleiner Teil unserer Felge jetzt angebremst. Das heißt, hier gehen wir hin und positionieren unsere Bäckchen mal ein bisschen um und schauen uns das an. So wäre schon viel besser. Ne? Jetzt geht es noch darum, dass wir es auch noch in der Lage, weil ja der Reifen und die Felge haben ja, sind ja rund. Das heißt, hier sollten wir so positionieren, dass die Backe komplett dann auf die Felge auftrifft und dies am besten zu einem großen Maß einer Reibung zuführen kann. So, wenn wir das auch ausgerichtet haben, können wir hier genauso auch vorgehen. Durch den Schnellspanner ist es auch einfacher. Wir können das ziehen und dann ein wenig nach oben verschieben. Als Beispiel jetzt hier in dem Fall wäre das sehr sinnvoll, ein bisschen nach oben zu setzen. So, dann können wir sie wieder festmachen. Und den Rest machen wir hier mit der Positionierung und dann drehen wir auch hier unseren Bolzen oben fest und haben nun auch die linke Seite in Fahrtrichtung eingestellt. Ne? Sehr schön. Gut, damit haben wir unsere Bremse jetzt montiert, wie ihr seht. Aber es kann gut sein, dass ihr das irgendwann seht, dass der Abstand zu groß wird zwischen dem Belag und unserer Felge. Dann könnt ihr was machen. Und zwar könnt ihr hingehen und hier bei der Magura HS 11 könnt ihr hingehen und dran drehen. Und wenn ihr hier hingeht und losdreht, dann verändert ihr nämlich mit diesem Hebel, oder das ist der Hebel, hier ist die Schraube, verdreht ihr einfach den Hebel und verändert so die Lage unserer Bremsfreundin. So, was ich jetzt mache ist, ich drehe gerade nach rechts und ihr seht, die Bremsfreundin kommt nämlich mehr an die Felge. Jetzt drehe ich mal nach links. Hier oben bin ich, jetzt drehe ich nach links und nun kommt die Bremsbacke viel weiter raus. Passt auf, wir drehen mal hin. Da, jetzt ist bestimmt ein Zentimeter Platz. Jetzt bremse ich mal. Seht ihr die Bewegung? Zück, 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 zück. Und jetzt drehen wir mal in die andere Richtung. Das heißt nach rechts, wie eine Schraube festgedreht wird. Und jetzt seht ihr, wie dort der Belag ranfährt. Und jetzt stellt ihr das so ein, dass euer Rädchen sich gerade noch drehen kann, dass euer Rädchen sich dreht und die beiden Beläge so nah wie möglich an der Felge dran sind. Und dann habt ihr den richtigen Punkt gefunden, um dann diese Bremsung dort stattfinden zu lassen. Wenn ihr jetzt eure Bäckchen schön eingestellt habt, dass sie gerade so nicht schleifen und schnell dran gedrückt werden, wenn wir hier dran ziehen, können wir jetzt auch noch feststellen, wie weit dieser Hebel von unserem Lenker weg sein sollte. Dafür brauchen wir einen kleinen Mini-Torxi, den wir hier vorne reinschieben. Da. Und dann können wir hier nämlich hingehen und die Stellung unseres Freundes verstellen, wie ihr seht. Hier, seht ihr? Das bewegt sich jetzt nach innen. Seht ihr das? Guck mal hier zwischen, wie der Abstand geringer wird. Ne? So, und jetzt können wir hier nämlich viel näher dran gehen, bis der Punkt kommt, wo sie dran ist. Und wenn wir es andersrum einstellen, zack, und das dann auch wieder benutzen, wird nämlich die Schraube so reingeschraubt bzw. abgeschraubt, dass wir nicht mehr so weit reinkommen. Das könnt ihr also dann auf euren individuellen Druckpunkt selber feststellen. Und so habt ihr euch die Magura HS 11 gut eingerichtet und nice montiert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.